Verschwörungstheorien. Ich habe hier eine E-Mail-Anfrage, wo ich gefragt werde, was ich davon halte, ob ich daran glaube, ob ich auch Verschwörungstheorien unterstütze. Und ich habe schon einmal ein Video dazu gemacht, aber man kann ja zu einem Thema nicht oft genug Gedanken zu entwickeln. Und wie immer bitte ich Sie, es geht hier nicht um meine Meinung, sondern es geht um Muster. Ich möchte mir über Muster Gedanken machen, die für uns alle eine Geltung haben, weil Meinungen bringen uns nicht wirklich weiter. Zu dem Wort Verschwörungstheorie oder Verschwörungstheoretiker. Ich muss gestehen, also zuerst einmal, ich würde mir das Video, was Sie da unten finden, auch einmal ansehen, aber ich muss gestehen, ich verstehe diesen Ausdruck nicht ganz. Denn wenn ich einen Sachverhalt jemandem präsentiere oder mit ihm darüber rede und er sagt dann zu mir oder ich bekomme als Antwort, du, das ist aber Verschwörung oder das ist eine Verschwörungstheorie, dann was trägt das zu der Analyse des Sachverhaltes bei? Das ist ja eher ein Kampfbegriff, damit ich denjenigen, der konstruktiv über den Sachverhalt nachdenken will, einmal herabwürdige. Sie kennen ja vielleicht dieses Zitat, if you cannot attack the data, then attack the person, it is easier. Und ich verstehe diesen Begriff auch deswegen nicht, weil unsere ganze Gesellschaft, die ja eine Verschwörung, eine Absprache ist. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wer, oder ich muss immer lächeln über die Menschen, die dann diesen Begriff in den Mund nehmen, denn es ist bitte nicht so in unserer Wirtschaft, dass zum Beispiel der Konzern Siemens kommt und sagt, du, wir haben neue Projekte in der Pipeline. Wir beantragen gerade da Forschungsgelder, wir zapfen gerade da Steuergelder ab, wir haben vor, diesen und diesen Konzern zu übernehmen, eventuell vielleicht ein bisschen durch eine feindliche Übernahme. So ist es ja nicht in unserer Wirtschaft. Unsere Wirtschaft funktioniert durch Geheimhaltung, durch Absprachen. Das sind de facto alles Verschwörungen und das weiß jeder, der selber da mal in der Wirtschaft mitgetan hat. Es wird nach außen zwar alles green gepaintet, das heißt alles bio, alles ja natürlich, bei der Lebensmittelindustrie. Forschen Sie mal nach im Internet, was alles in den Lebensmitteln drinnen ist, was deklariert werden muss, was nicht deklariert werden muss. Das, wieso muss man nicht aufschreiben, dass im Salz Rieselhilfen sind? Muss nicht mehr deklariert werden, weil es selbstverständlich angenommen wird, dass es halt so sein muss. Da gibt es tausende Beispiele. Das sind Absprachen, das sind Verschwörungen. Die kleinste Verschwörung, die wir kennen, ist die Familie. Wieso sollte ich die Kinder, die mich Papa nennen, anders behandeln als zum Beispiel ihre Kinder? Wenn sie jetzt dazuhören und selber Kinder haben, dann kennen wir ja dieses Phänomen, dass man innerhalb der Familie die Menschen häufig anders behandelt als die Menschen da draußen. Das ist eine Absprache, das ist eine Fiktion. Denn ich habe einmal schon dieses Beispiel gegeben, würde ich ein Kind auf die Welt setzen und würde dieses Kind in sehr frühen Jahren, sagen wir mit 14, in die Welt setzen und würde ich es aus den Augen verlieren und Jahrzehnte später, wenn das Kind 20 ist, eine Tochter und ich wüsste nicht, dass das meine Tochter ist und ich bin 34, könnte es passieren, dass ich mich in sie verliebe und vielleicht mit ihr wieder Kinder bekomme. Ist ja auch schon passiert. Und da war dieses Hemmnis, diese Familienhemmung, dass ich mit der eigenen Tochter Kinder bekomme, plötzlich weg. Das heißt, diese Hemmnis ist eine Fiktion, ein Gedankenkonstrukt, welches bei uns entsteht, weil wir sehr lange mit einem Menschen unter einem Dach leben. Und diese Fiktion bewirkt, dass ich Absprachen treffe. Wäre es nicht richtig, jeden Menschen gleich zu behandeln? Und Sie merken schon, wenn wir wirklich ernsthaft über diesen Begriff Verschwörung oder Verschwörungstheorie nachdenken, dann müssen wir uns eingestehen, dass wir es sind, die im Kleinen schon beginnen, solche Absprachen zu treffen. Und dass natürlich in Geheimdiensten
nicht das Kugelhupfer-Rezept der Großmutter gehütet wird, das ist klar. Dass dort ganz andere Dinge gemacht werden, das ist auch klar. Und dass, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass man merkt, dass die Geheimdienste eigentlich um ihre eigene Daseinsberechtigung kämpfen und dadurch immer wieder Terroranschläge, Kriege inszenieren. Das ist heute sogar von den Geheimdiensten selber zugegeben worden. Tonkin-Zwischenfall, Auslöser von Vietnamkrieg. Pearl Harbor, Auslöser für die Atombombe. Wir sehen bei 9-11, wir sehen ein drittes Gebäude im freien Fall einstürzen. Wir können uns nicht vorstellen und wir sagen, naja, das waren Trümmer, die da irgendwie draufgefallen sind. Wir sehen vom Kennedy, das Video gibt es, wir sehen, dass dem Kennedy hinten die Schädelschalotte nach hinten wegfliegt und man erzählt uns, der Schuss kam von hinten. Wie kann dann hinten der Schädel wegfliegen? Seine Frau versucht dann noch vom Kofferraum den Schädel zu greifen und presst ihn instinktiv drauf, das, was man eben macht, wenn man in Panik ist, was natürlich völlig sinnlos war. Aber wir sehen diese Dinge und man kann uns dann auch noch einreden, das ist verkehrt rum. Und das funktioniert deswegen, weil wir eigentlich sehr gutgläubig sind und das Gute einmal glauben wollen. Mit den Taten, da hapert es noch ein bisschen. Ich habe so ein Video einmal gemacht, ich glaube, das nennt sich, was die Hippies noch nicht wussten. Das heißt, wir erliegen häufig einem guten Gefühl, dass wir glauben, gut zu sein und Gutes zu tun. Jeder kennt das, die jetzt zum Beispiel diese vegane Bewegung oder die Hippies eben, wo man einem Gefühl erliegt und sich gar nicht bewusst macht, naja, aber ich kann deswegen hier mit als Hippie sitzend und mich einrauchend in Kalifornien, weil mein Land extrem viele Rohstoffkriege führt. Und das war diesen jungen Menschen dort nicht bewusst. Sie erlagen dem Gefühl, sie tun was Gutes, sie sind an der richtigen Seite, sie wollen keine Gewalt. Aber schon alleine, dass sie in diesem Land lebten und die Güter dort konsumierten und die Infrastruktur dort verwendeten, waren sie Teil dieses Systems. Und auch wir sind ein Teil dieses Systems. Wir verdrehen häufig tagtäglich die Dinge. Wenn Sie Lehrer sind, dann beschäftigen Sie sich einmal mit dem Schulsystem. Wenn Sie im Gesundheitsberuf stehen, dann beschäftigen Sie sich einmal mit dem Gesundheitswesen. Geht es da um Gesundheit oder geht es da um Geschäfte machen? In der Lebensmittelindustrie. Man könnte jede Sparte hernehmen. Und man würde drauf kommen, dass, wenn man sich sehr gut damit beschäftigt, dass man merkt, dass man eigentlich nur ein kleines Zahnrädchen ist in einem System, welches nicht den Menschen, die Natur im Vordergrund sieht, sondern das Geld. Und solange wir in uns selber diese kleinen Verschwörungen nicht auflösen, solange wird es diese Verschwörungen auch geben. Und nach oben wird es dann eben kein Ende geben. Es wird immer Menschen geben, die sich noch besser verbiegen können, die noch besser Informationen zurückverdrehen können, die noch besser lügen können, nur damit sie scheinbar nach oben kommen. Und das ist das, was ich immer sage, wir haben uns ein System geschaffen, wo die größten Ärsche nach oben kommen. Der Politiker ist ja nicht der, der das Wohl des Volkes im Sinne hat, der in die Zukunft denkend sich Dinge überlegt. Der Politiker ist der, der dauernd nur agiert, das heißt dem Volk nach dem Mund redet, gerade wie die Volksströme sind, die Bewusstseinsströme, und versucht aus dem Kapital zu schlagen, um möglichst lange am Futtertrog zu bleiben. Die Dinge für die Gesellschaft, das erledigen alles wir. Und es wird Zeit, dass wir da aufwachen und beginnen einmal, unsere eigenen Verschwörungen aufzudecken. Denn dann wird es ein Ende haben mit diesen großen Verschwörungen.
In diesem Sinne, alles Liebe.